Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, man sieht wieder beide Hände. Ja, also zumindest mal kann ich beide Unterarme auf den Tisch ein wenig auflegen. Nicht ganz, aber ja, es wird so langsam. Ich brauche halt viel Geduld. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich gerne euch etwas zeigen möchte. Und zwar hatte ich ja ursprünglich erwähnt und auch angedacht, dass ich keine Kooperation mehr eingehe. Jetzt habe ich aber letztens gedacht, dann kann ich euch aber auch gar nichts Großartiges zeigen und ich kann dann vielleicht auch keine Videos machen, weil es ja eigentlich nichts Neues gibt, außer kleine Finishes, die ich euch aber dann bei Gelegenheit mal zeige, wenn ich ein längeres Video drehen kann. Nun aber zu meiner Kooperation. Und zwar wurde ich angeschrieben von der Firma Global Land, ob ich nicht Produkte testen möchte. Und dabei handelt es sich um einen Shop, der vorwiegend Artikel anbietet, die man auch für Scrapbooking und sowas benutzt und hat aber auch ein paar tolle andere Sachen anzubieten. Und ich habe mir die Produkte ausgesucht und geordert am 10. Mai und das Ganze kam am 22. Mai, also 12 Tage später, hier bei mir an. Schaut gerne mal vorbei im Shop. Ich werde euch auf jeden Fall in der Beschreibung die Website-Adresse da lassen und auch die Produkte-Links. Und wenn ihr dort etwas bestellen wollt, bekommt ihr 10% unter dem Namen Arico 10. Arico 10, alles zusammengeschrieben. Ja, okay, dann schauen wir doch mal rein. Ich habe schon ein bisschen eingespickelt, was ich mir rausgesucht habe. Weg. Oder wisst ihr was? Ich lasse es mal hier liegen. Dann sieht man auf jeden Fall immer den Namen von der Firma und auch die Prozente. So, dann schauen wir hier mal rein. Und zwar habe ich mir ausgesucht, das mal nacheinander raus. Erstmal habe ich mir ausgesucht eine Art Textilband, mit dem man zum Beispiel, ich mache das jetzt auf jeden Fall auch mal komplett auf. So. Mit dem man zum Beispiel auch eben für das Scrapbooking benutzen kann, was ich ja nicht mache. Aber ich habe da auch an unser Instrumental-Duo gedacht. Ah, so ist das leider. Tee und Harmonie. Oh ja, das sieht schön aus. Und da kann man dann zum Beispiel, mal gucken, ob man das auch so abreißen kann. Ah, perfekt. Perfekt. Probieren wir es vielleicht mal hier direkt an der Tüte aus. Also damit kann man zum Beispiel kleine Akzente setzen. Und da wir, oh ja, ich glaube, ihr könnt es ein bisschen sehen. Und da wir gerne auch immer so kleine Gastgeschenke vorbereiten, in so kleinen Tütchen drin, habe ich mir gedacht, ist das bestimmt auch eine schöne Sache, um das ein wenig zu verzieren. Also das sieht total schön aus. Ihr seht auch, das ist hier golden gehalten, ist also wie Washi-Tape, aber ein bisschen fester und hat auch, so wie ihr seht, ein ganz tolles goldenes Rosenmotiv. Also dafür hatte ich mich jetzt entschieden. Sehr schön. Das wird uns auf jeden Fall Freude machen beim Gastgeschenke packen. So, das nächste, was ich mir rausgesucht habe, ist eine große Rolle mit kleinen Aufklebern. Ich mal kurz Pause machen. So, da ist gerade mein Mann heimgekommen. So, jetzt geht's weiter.
Ja, dann hatte ich mich nochmal für was anderes entschieden, aber auch von der Art her das Gleiche oder sowas Ähnliches auf jeden Fall. Und zwar eine Rolle mit Happy Birthday Aufklebern. Vielleicht schauen wir uns die mal an. Ich zeige es euch auf jeden Fall mal. Da sind verschiedene Aufkleber drauf. Ich mag das ja total gerne auf so Briefumschlägen oder nochmal auf ein Geschenk drauf, zum Beispiel um das Geschenkpapier oder wenn man das dann mit so einem Band noch versehen möchte, dass man das dann noch da drauf klebt. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. Ja, genau, das ist schon die komplette Rolle, was es da für verschiedene Sachen gibt. Wir haben einmal Birthday Greetings, Happy Birthday mit Kerzen, Happy Birthday mit einem Geschenk, mit einem Luftballon. Ja, auch hier wieder Happy Birthday. Und dann wiederholt sich das einmal Happy Birthday, so als Schriftzug. Jetzt ohne diese schwarze Schrift, sondern komplett bunt. Und dann die Luftballons und dann fängt es im Prinzip wieder von vorne an. Sehr schön, das sind unendlich viele. Guckt euch mal an, wie dick die Rolle ist. Und auch da werden wir jetzt mal gleich ausprobieren, wie sich die Aufkleber denn dann machen. So, probieren wir doch erstmal. Probieren wir mal den hier. Dann können wir das nämlich hier wieder zumachen. So. Und probieren wir das gleich mal hier auf dieser Tüte drauf. Oh mein, vielleicht hier oben. Hm? So. Happy Birthday. Oh, das klebt bombenfest. Das klebt bombenfest, ihr Lieben. Sehr gut. Oh, das kriegt man auch. Liegt vielleicht auch an dem Material von der Verpackung hier, aber das, ja, klebt sehr gut. Sehr schön. Das war also das zweite Produkt, was ich mir ausgesucht habe. Dann das dritte ist auch wieder so ähnlich. Und zwar diesmal mit Weihnachtsmotiven. Auch wieder eine Rolle. Auch mit Aufklebern. Im Prinzip auch für Weihnachtskarten, für das Kuvert. Beziehungsweise für Geschenke noch einen Kleber drauf zu machen. Auch die Rolle ist sehr groß, aber nicht ganz so dick wie das von Happy Birthday. Also ungefähr die Hälfte. Ich weiß es gar nicht, steht drauf, wie viel das sind. Ich habe das, glaube ich, auch nicht gemerkt. Nee, leider nicht, wie viel das jeweils sind. Aber auch hier schauen wir uns mal die verschiedenen Motive an. So, ah, da ist mir schon eins abgegangen. Das können wir gleich mal probekleben. Ja, wie süß. Das mache ich mal hier unten. Auch das klebt mega gut. Guck mal, voll süß, oder? Oh, voll süß. Ein Schneemann-Gesicht als Aufkleber. Also, wir haben hier einmal ein... Ah, das muss man so, okay. Einmal, ach, ich kann meinen Arm nicht so hoch nehmen. Ein Happy Birthday, ein Happy Birthday. Hilfe! Langsam, langsam, langsam. So. Also, wir haben hier unten das Happy Christmas, dann ein Elch, ein Schneemann, ein Merry Christmas mit anderen Farben. Auch hier wieder ein Eisbär, ein Pinguin, ein Santa Claus, dann war hier dieses Gesichtchen, was ich ja vorhin draufgeklebt habe und dann wiederholt sich es auch. Aber sehr schön, ich liebe das total. Das ist dann auch sehr verspielt und man kann damit so schöne Akzente setzen, wenn man da so Weihnachtsgeschenke oder vielleicht auch mal wieder einen Brief schreiben möchte zu Weihnachten und dann, ja, kommt das auf das Kuvert. Finde ich sehr schön. So, und ich habe noch was bestellt und das ist aber was anderes. Und zwar ist das ein sogenanntes Rainbow-Bild, also ein Regenbogenbild.
das die Farbe verändert. Also beim direkten Sonneneinstrahlung kommt es wirklich dann so kunterbunt raus. Und je weniger Sonne das ist oder je weniger Beleuchtung, desto weniger scheint's. Und wenn gar keine Sonne ist oder keine Beleuchtung, dann, ich hole gleich mal aus der Folie raus, dann spiegelt es auch nicht so. Ich hole es mal komplett mal raus. So. Ah ja, hier ist die Folie. So soll es dann auch aussehen, wenn es dann am Fenster hängt. Jetzt können wir uns das nochmal anschauen. Genau, also das wäre bei direkter Sonnenlicht dann bewölkt oder Volllicht oder wenn es gar nicht beleuchtet ist, dann ist es etwas unscheinbarer. Man sieht auch hier, dass man dann die Fensterscheibe, die soll man dann reinigen, gut trocknen lassen und dann wird dieses Fensterbild im Prinzip abgezogen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir hier ausgesucht Static Window Cling. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Motiv ich mir da ausgesucht habe. Ich meine, das wären Libellen gewesen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob man das erkennt, was hier drauf ist. Also erstmal muss man Maße nehmen. Dann clean, das Window sauber machen, trocknen. Dann auch noch eine Folie drauf. Nee, das ist nichts, oder? Das ist jetzt nicht so eine Folie. Doch, nee. Dass ich mich jetzt total vertue. Nee, das ist nur die Verpackung. Okay. Remove the film back's cover. Oh, ich glaube, da ist schon was abgebrochen. Okay, wir gucken jetzt mal, was das hier ist. Das ist alles so ein bisschen aneinander gebapst. Also hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Sieht man das? Nee, das sieht man gar nicht. So, das mal rausnehmen. Jetzt klebt das hier an der Finger fest. Mal gucken, was ich da für Sachen rausgesucht habe. Also mir kommt es doch etwas zerstückelt vor. Okay. Ah ja, das ist hier wie so ein Blattwerk quasi. Bin ich mal gespannt, wie das am Fenster dann aussehen soll. Ich kann es hier so ein bisschen erahnen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Licht. Na. Oh je, da läuft wieder jemand über die Gleise. Also hier sieht man es auch schon so ein bisschen funkeln und das soll anscheinend dann auch so auf dem Fenster dann auch sein. Schade ist nur, dass es hier alles so aufeinander drauf ist und ich nicht genau weiß, welches Element jetzt zu was gehört. Ups. Da muss ich nochmal schauen, welches Motiv ich da ausgewählt habe. Aber man sieht schon, wie es hier schimmert. Ich glaube, das ist durchgängig. Huch. Also das scheint hier, ja, irgendwie auch so ein bisschen immer so ein bisschen Blätterwerk dabei zu sein. Bin mal gespannt, was ich mir da, ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass ich mir das so ausgesucht habe. Aber so, dann gucken, was man daraus macht. Spannend. Ich dachte eigentlich, das wären Libellen oder so. Aber da gucke ich nochmal in der Beschreibung, beziehungsweise bei der Produkte Auswahl, die ich da getroffen habe. Und dann kann ich euch das auf jeden Fall zeigen. Ich denke, das war ja das Fenster. Naja, das hängt dann wahrscheinlich dann auch da so fest. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und
mir nochmal die Produktseite auf jeden Fall nochmal gut anschauen. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach was übersehen. Ich meine, es wären Libellen. Jetzt kommt es erstmal wieder rein. Also das wäre dieses dauerhafte Window Rainbow Bild sozusagen. Jetzt hole ich dich wieder rein. So. Diese kleinen Teile, ich glaube, die können wir wegtun. So. Na. So. Also man sieht schon, wie das hier unterm Licht schon so ein bisschen schimmert, ne? So, man sieht das schon so ein bisschen. Und ein bisschen stärker Licht drauf machen. Ja, da bin ich mal gespannt. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Muss ich mir aber nochmal, habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber da werde ich nochmal gucken müssen. Vielleicht ist das ja auch so ein Mandala, die ich dann zusammenfügen muss. Okay, da gucke ich auf jeden Fall nochmal. So, das lege ich auch nochmal für euch nochmal hier zusammen hin. Also, damit ihr die Produkte nochmal sehen könnt, die ich mir ausgesucht habe. Es ist auf jeden Fall, hat nichts jetzt mit deinem Painting zu tun, sondern sind eher so, ja, so Gebrauchsgegenstände. Jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, Diamond Painting oder Basteln, jetzt im klassischen Sinne. Und hier seht ihr nochmal diese Dekostreifen. Einmal hier. Das sieht sehr, sehr festlich aus. Und einmal für den Geburtstag und hier noch für die Weihnachten. Was ich vielleicht machen kann, ich habe ja da so viele davon, dass ich euch da auf jeden Fall die nochmal zeige. Also Birthday Greetings, das eine haben wir weggemacht. Das Happy Birthday. Also es ist auch Unisex, ne? Also das ist auch, kann man für jeden und für alle gebrauchen, genauso auch wie die Weihnachtsaufkleber. So. Ja, dann danke ich auf jeden Fall Global Land, dass ich Produkte testen durfte. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal ein separates Video, ein kurzes Video abdrehen, um euch zu zeigen, wie man das festmacht und ob dann so dieser Regenbogeneffekt tatsächlich auch auf dem Fenster dann vorhanden ist. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich habe noch, meine ich, noch zwei Produkttestungen offen. Wie gesagt, ich wollte eigentlich keine mehr machen, aber ich möchte euch doch auch mal was zeigen. Nicht nur hier, dass ich nichts Großartiges sticken kann. Was ich momentan sehr viel mache, ist Malen nach Zahlen. Und da werde ich euch dann auch in einem nächsten Video mal von einer Firma ein Produkt vorstellen. Und wir werden auch ein wenig dann daran zusammen malen, weil alles, was ich mit rechts ja gut und lange mein Hobby machen kann, zumindest mal malen nach Zahlen oder Diamond Painting, das klappt ja sehr gut. Ja, dann hoffe ich mal, dass es euch gut geht. Ich lasse ganz, ganz liebe Grüße da für euch. Passt gut auf euch auf und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.